Molla de Timex hier. Es geht weiter mit dem Clash of Clans Free-to-Play-Projekt plus Season Pass. Aber den kannst du erst ab Rathaus 7 haben. Das heißt, bisher sind wir komplett free unterwegs. Vor 24 Stunden hat das Projekt gestartet. Ich bin keine 24 Stunden später Rathaus 5 gekommen. Große Besonderheit jetzt, man kann Mauer mit Elixier upgraden, schon auf Level 5. Ich grade nur die Goldlager ab, um dann direkt Rathaus 6 zu gehen. Das funktioniert wahnsinnig gut. Wir können jetzt farmen. Ich habe ganze Nacht ich hab den Wecker auf 3.50 Uhr gestellt und 6.40 Uhr. Ich habe extra nicht bei meiner Freundin gepennt, sondern auf der Couch, damit ich sie nicht wecke. Gerade weil die erste Nacht ist alles entscheidend, Free-to-Play. Also ich spiele gerade so gut, wie es geht. Keine Sekunde hat ein Rathaus oder ein Goldlager nicht gebaut. Ja, süchtig, klar. Aber wir sind in der Challenge gegen Itzu. Der ist krass. Der ist der beste deutsche Clash of Clans Spieler. Sebo, der ist ein kompletter Noob, aber grindet mehr als alle anderen. Und Chef Strobel. Und jetzt gucken wir mal, wie es läuft. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, könnt ihr gerne den Creator-Code eintragen. Das könnt ihr hier im Shop machen, hier oben rechts. Der hält 7 Tage, kostet euch gar nichts. Und die Gems, die da reinkommen, stecken wir in den Hauptaccount. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, sehr gerne abonnieren. Jetzt kommt dieses Jahr auch noch ein weiteres Clash of Clans Update. Hallo? Hallo? Na, was geht? Na, was geht? Wie süchtig bist du? Ich bin sehr süchtig. Also ganz. Und du hast noch nie Clash of Clans gespielt? Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich dieses Spiel gespielt. Das verstehe ich nicht. Das hat ganz Deutschland gespielt. Die ganze Welt hat das gespielt. Ja, aber ich bin immer so voreingenommen und sagte, die Spiele sind nichts für mich. Krass. Welches Rathaus bist du? Ich bin immer noch Rathaus 4. Rathaus 4? Rathaus 4. Mhm. Okay, das höre ich schon mal gerne. Ich habe mir heute Nacht um 3.50 Uhr und 6.40 Uhr den Wecker gestellt. Das ist krank. Ich sag dir, wie es ist. Heute ja, sag deinen Fehler. Um 6 Uhr war bei mir alles fertig, so gesehen. Ich war ja bis 4 Uhr war ich noch am Zocken. Damn, du sagst, ich bin krank? Ich stell mir ganz kurz mal 2 Minuten den Wecker und du zockst bis 4 in der Woche? Das Wichtigste für dich, das kannst du schon mal wissen, den dritten Arbeiter hast du ja. Den vierten kriegen wir, indem wir es schaffen, 1250 Trophäen zu erreichen. Da kriegst du 450 Gems auf einem Schlag. Okay. Wie viel Gold kannst du speichern? 120.000. 120.000? Ja. Und ich kann gleich über 500.000 in 20 Minuten. Oh, ich habe auch richtig nice mein Labor abgegradet. Man hat ja den Boost. Das heißt, meine ganzen Barbaren und Bogenschützen sind jetzt einfach Level 3. Und die machen jetzt endlich mal Schaden, die Mistviecher. Ach, in 37 Minuten ist mein Labor auch Level 2. Level 2? Ja, weil das kann er Level 3 Truppen. Hast du Level 3 Truppen? Ja, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Wo kann ich sowas gucken? Weißt du dein Truppenlevel, Alter? Nein. Yo, Digga, du spielst 16 Stunden und weißt nicht, welches Level deine Barbaren sind, Mann. Junge, ich drücke einfach nur die ganze Zeit Knöpfe und angreifen. 2 steht hier, 2. Okay, und ja. In 20 Minuten sind deine Barbaren dann Level 3. Sebo, was war? Ey, Sebos Chat, wieso lässt ihr Sebo so auflaufen? Wieso erklärt ihr dein Mist nicht? Digga, du spielst 12 Stunden am Stück. Dich wird der Schlaf einholen. Die Müdigkeit wird reinkicken und dann ist meine Zeit. Ich habe total viel gepennt. Ich habe auch Mittagsschlaf gemacht. Der ging genau 46 Scheiße. Minuten, weil bis dahin war mein Rathaus fertig. Das ist krank. Das wenn ich die Zeit habe, kann ich pennen. Aber ich habe einen Angriff gemacht. Ich habe gleich alle Mauern auf 5. Ja, was ist das denn? Ich dachte, das dauert den ganzen Stream. Ich dachte, jetzt kann ich endlich Mauern mit Elixier machen. Dadurch gehen die Mauern viel zu schnell. So, die Frage ist jetzt, Chat, wann schaffe ich es, 1250 Trophäen zu haben? Da habe ich meinen vierten Arbeiter. Geht das schon mit Rathaus 6, ist jetzt die große Frage. Ja. Ist das einfach oder schwer? Schwer. Das sag mal. Die Mauern gehen viel zu schnell voran. Hä, was ist das? Schaffe ich das hier mitzunehmen? Das wäre natürlich Wahnsinn. Hat der was in der Clanburg? Oh, scheiße. Ich habe mein Labor gar nicht angemacht. Ich habe meine Goblins gelevelt. War da dumm? Ist echt krass, finde ich. Scheiße. Das dauert auch nur eine Stunde. Komm schon, Baby. Tut es. Ja, ja. Genial. Der holt die alle. Wer ist der andere? Das ist Sebo the Bostian. Der ist ein brutaler Grinder. Aber spielt Clash of Clans das erste Mal in seinem Leben. Deswegen ist das ja gerade so geil. Ja, aber man geht schon zu Bruch, wenn man dann irgendwann nur noch auf Fresse bekommt, ne? Also ich hatte gerade schon. Raus aus dem Nachtdorf. Keule, bist du bescheuert? Da völlig unnötiger Frust, raus da. Okay. Da kommst du eh nicht weiter, was für eine Zeitverschwendung. Bro. Die haben das gesagt hier, mach Nachtdorf, mach 1000 Easy Win, Easy du brauchst, Gems. Das schreibe irgendwelche, das schafft man gar nicht. Okay. Bevor jetzt irgendwelche kommt, ja, du kriegst Gems im Nachtdorf. Ja, das stimmt aber jetzt nicht, noch nicht. Moin, ist 20 vor 8, kommst du? Was? Wo bist du? Noch im Bett, ja, ich komm gleich. Im Bett? Ja. Es ist 20 vor 8 abends. Ja, ich hab einen Bauarbeiter gleich frei. Gib mir 10 Minuten, dann bin ich da. Ja, auf jeden Fall, alles klar. Bis gleich. Guten Morgen, tschö. What the fuck, Mann? Der Freeze Pass wird halt auch nice. Hier gibt's dann nochmal Gems. Und jetzt, guck mal, da kommen schon die 2 Trainingstränke. Ressourcentrank ist jetzt nicht so stark. Forschungstrank mächtig. Ein Million Elixier. Bauarbeitertrank das allerheftigste. Rune des Goldes und dann sogar noch ein Bauhammer. Bis 5000. Ich habe aber Angst, dass ich das nicht schaffe bis Rathaus 7. Dann bricht Update Goblin ab. Was? Ist er jetzt abgebrochen? Wie teuer war das denn, Goblin abzugraden? Kriegst du die Hälfte der Ressourcen wieder? Aber der läuft da halt schon seit 3 Stunden.
Du startest überhaupt Goblin? Wer sagt dir sowas? Wie soll man hier noch eine Übersicht behalten? Mensch, ne. Sebus Chat trollt 24-7. Oh, Leute wollen dich trollen. Ja, bestimmt, weil sie dir den Sieg gönnen. Wie heißt Chef Strobel im Clan? Saugermauger irgendwie. Saugermauger. Scheißname. Sag doch, was sagt, dass der Name scheiße ist. Ja, mega scheiße. Also voll 2005 fehlt nur noch davor XX. Saugermauger XX oder so. Hast du den Free Pass auch? Ja, den gibt's später. Den Free Pass hast du jetzt schon. Und wir holen uns später den Gold Pass. Ach, den Gold Pass holen wir uns. So nämlich. Und den Free Pass hat jeder, weil free, ne? Der Strobel ist ein heißer Kandidat. Der hat die letzte gewonnen, ne? Vor 3 Jahren. Aber jetzt pennt er halt, ne? Ich komme, denke ich mal, so in einer Stunde wieder oder so. Dann seid ihr aber noch hier, ne? Selbstverständlich. Alles klar, ne? Dann stell dir deinen Wecker. Was ist, wenn ich nur Rathäuser snipe? Guck mal, wenn das Ding fertig ist, kann ich mein Rathaus hochmachen. Wie lange dauert Rathaus 5 auf 6? Kann das jemand gucken? Wie viel kostet. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Das kostet 750.000. Und wie lange dauert es? 10 Stunden? 11 Stunden? Nee, es muss sicher sein. 12 Stunden, sehr gut. Es ist 20 Uhr. Wie spät ist es in 17 Stunden? 13 Uhr. Ist das richtig? Morgen Mittag, 13 Uhr, kann ich Rathaus 6 sein. Und womit schaffe ich das dann, ein Rathaus 6 dahin zu pushen? Schafft man das mit Bartsch? Nur Loons. Einfach nur Loons. Zusammen dauert die Kaserne für Loons 19 Stunden. Sollen es die Loons sein? Schafft man es nicht mit Bartsch? Mit Bartsch auf 1250. Aber dann müsste ich die Armeenlager hochknüppeln. Ich muss noch die Zauberfabrik bauen. Oh, das tut weh. Die Zauberfabrik braucht einen Arbeiter und der Magierturm braucht 3 Stunden einen Arbeiter. Ehe ich das Rathaus bauen kann. Okay, das ist nicht gut. Jo, wie viele Mauern kamen dazu, hä? Oh, ein Loch. Wie schlecht. Kann ich alles upgraden? Bam, bam. Also für die Leute, die jetzt eingeschaltet haben. Wenn ich einmal 1250 Trophäen erreiche, kriege ich 450 Gems. Dann habe ich 1000 Gems und kann mir meinen 4. Bauarbeiter holen. Da habe ich eine Bauhütte dazu. Das ist Free-to-Play das Allermächtigste. Aber die Frage ist, ob man es schafft. Dann kann ich hier wieder machen. Nachtbasis nervt auch extrem. Man kann wirklich nur einmal, dreimal alle 24 Stunden angreifen. Das ist so gar nichts. Hallo? Hallo? Alter, was geht? Ich bin es. Ich finde das so krass, ich kann bei dir reinschauen, wie viel Elixier und Gold diese Pissdörfer geben, oder? Ja, wieso gibt denn das 100.000 und 100.000? Es ist so krass. Es ist wirklich krass. Und mit meinem alten Account dürft ihr mich nicht zu euch in die Farmabende chillen. Das wäre verboten. Ja, was bringt das? Ich habe dann Angst, dass du gar keine Zuschauer hast. Wieso denn? Das juckt ja keinen Schwanz, oder? Wo ist die Challenge? Was du hast 9 Monate Hardcore durchgezogen. Wer am 1.1. am weitesten ist, kriegt 50 Subgifts. Einen Tag später gestartet. Du hast 9 Monate deinen Account so krass durchgezogen, wie es überhaupt ging. Dann hast du über 2 Jahre nicht einen Angriff gemacht. Und jetzt willst du wieder unendlich heftig zocken ohne Pause. Was willst du denn erreichen? Du hättest jetzt Max sein können. 30 Subgifts, wenn du Chef Strobel überholst bis zum 1.1. Ich muss mal schauen, ich muss mal überlegen. Sebo ist auch übel am Zocken. Ich hab's gesehen. Der zockt am meisten. Das ist geil. Den ganzen Tag und die ganze Nacht ist der online mit. Aber ich find's sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ich sehe das und ich find's schon ziemlich geil, wie diese Mauern da reinflattern, ne? Diese Billo-Mauern und wie diese goldenen Mauern aussehen. Das sieht noch alles so übel. Es ist sehr, sehr geil. Das muss man ab und zu mal machen. Das ist so wie Satisfactory. Da wollen wir ja in einem Jahr auch nicht unseren alten Stand weiterspielen. Ich schau mal. Vielleicht lege ich mir heute Abend noch einen neuen Account an. Machen wir. Tschö. Okay, wie komme ich auf 1250 Trophäen? Wie komme ich da hin? Loons dauert jetzt zu lange, die noch zu verbessern. Ich sag, Bartsch geht easy. Wenn ich Bartsch noch ein Level höher habe morgen, easy. Dann noch Armeenlager ein bisschen hoch. Also nicht jetzt, aber morgen. Never. Bartsch kannst du erst ab Rathaus 7 wieder verbessern, echt? Aber ist es nicht so, dass man auch immer sein eigenes Rathaus findet? Meine Lager packen es gar nicht. Durch die Lager. Guckt sie euch einfach an. So, Elixier voll. Gold kann zum Glück weiter steigen. 280.000 Gold, schmeckt ja so krass, ne? Guck mal, das ist fast ein 50%iger geworden. Hätte ich hier noch einen Bogenschütze hingepackt, Klarenburg eingesetzt, wäre das sogar gegen Goldmauern. Boah, 250.000 von beiden. Absurd, das geht doch viel zu schnell. Ich dachte, ich brauche den ganzen Abend dafür, hä? Was soll das? Ich fass nicht, dass ich jetzt alle Mauern auf Gold habe. Das waren 10 Angriffe, hä? Hol ihm jetzt auch Clash of Clans. Ey, ihr könnt das Game kostenlos runterladen. Mit einem Klick habt ihr das Game wieder. Neuer Account machen, macht ultra Spaß. Man kommt gerade am Anfang so schnell, so unglaublich schnell voran. Wir machen komplett Free-to-Play plus Season Pass. Den kannst du aber erst am Rathaus 7 holen. Kostet 6 € im Monat. Alles andere an Gems macht keinen Sinn. Und da können wir diesmal echt böse schnell vorankommen. Hab gerade deinen Trainer-Code eingetragen, danke. So, Spiel schließen, neu starten und der Angriff wurde fertig berechnet. Das ist ja das Schöne bei Clash of Clans, wenn du Truppen schon eingesetzt hast. Ist fertig. Jetzt können wir gucken, ob es ein 3-Star wurde. Ja, 90.000 Gold, 18.000 Elixier, 100%, 14 Trophäen. Ganz entspannt. Es sind gleich aber alle Mauern, Max, so ein Mist. Zieh die Sammler hoch. Nee, die Sammler ziehe ich jetzt nur hoch, weil die so günstig sind und so schnell gehen. Also Sammler machen ja überhaupt keinen Sinn, wenn der Loot so krass ist. Mache aber euer Free-to-Play-Projekt immer selber mit. Ja, machen sau viele. Wollen wir mal grob scouten, ob ich von den Trophäen steigen könnte? Oh, wow, den nehmen wir so mit. Scheiß auf Scouten, den nehmen wir so mit. Alter, da kommen so viele Ressourcen rein, ne?
Nein, das sind so lecker viele Ressourcen. Wahnsinn. 250.000. Ich will so gerne den vierten Bauarbeiter haben. So gerne. Oh, da kam viel dazu. Nice. Nochmal 10 Gems. Geil, wichtig. Was kostet der Magierturm? 120.000. 150.000. Dann hätte ich alles. Und dann kann ich in 4 Stunden mein Rathaus upgraden. Oder wie viel gibt das Plus? Ich bin jetzt bei 550. Und da kommt ein Plus von 225. 550, 225, 775. Und das Upgrade kostet 750, ja. Ich könnte jetzt mit den zwei Bauarbeitern den Magierturm bauen, die Zauberfabrik. Und kann dann in 4 Stunden, 40 Minuten Rathaus Level 6 gehen. Das ist super. Das dauert dann 12 Stunden. Dann ist das morgen um 1. Morgen 13 Uhr. Bin ich da noch wach? 4, 5 Stunden? Ja. Ich dachte wirklich, es dauert den ganzen Abend. Es ist 20 nach 8. Ich dachte, das dauert den ganzen Abend. Wirklich. Was machen wir dann? Ich habe den kompletten Abend mit dem Game verplant. Na. Digga, was waren das denn für 10 Minuten? Ich habe aber eine Ausrede, da ich mit Alex telefoniert habe. Ich habe mir den Wecker um 3.50 Uhr gestellt und um 6.40 Uhr. Ich habe auf der Couch geschlafen, damit ich meine Freundin nicht wecke. Das ist halt auch einfach dumm, Digga. Warum? So, keine Ahnung, ich war heute Morgen beim Arzt. Das ist dumm. Und dann hast du, dann war das ein Bauarbeiter frei, oder was? Nee, ich komme jetzt Montag zum Facharzt für meine Lunge, Digga. Was hast du denn für einen Scheiß, Mann? Ja, fahrt mich nicht. Ich hab Piss. Bro! Ja, Alter, was willst du denn haben, Mann? Ich hoffe, dass es nichts ist. Ich hoffe, dass ihr mir sagt, ja, hier, das ist das und das. Wir nehmen eine Woche Antibiotika und du bist fine to go, Digga. Ich will wieder Sport machen, ich will Fußball spielen, ich will trainieren. Umatra hat einen Trainer, ne? Ja, hab's gesehen. Aber das ist leider ein Basketballtrainer, der dir Fußball beibringen möchte. Würde zu Umatra passen. Weil der Fußballtrainer kostet 8 Euro, aber hier ist ein Basketballtrainer, der sagt, der kann auch Fußball spielen. Langsam kommen wir auch dann zu dem Ding, dass man wieder so auch längere Angriffe machen kann mit irgendwelchen Boosts, ne? Ja, ja. Trainingsfähig gekommen. Das wird dann wieder geil. Ich laufe halt die ganze Zeit mit Elixier voll, das nervt mich extrem. Ich habe jetzt alle Mauer Level 5. Ich habe das ohne Witz mit 10 Angriffen gemacht. Das ist halt echt crazy, Digga. Ja, das Wichtigste ist ja erstmal Tornado 7 zu rushen, so. Ja, genau. Ich kann in 4 Stunden kann ich Rathaus 6 gehen. Was? Bro. Was laberst du? Ich kann das Clash of Clans Wiki auswendig. Mein Rathaus kostet 750.000 Gold, braucht 12 Stunden. Du brauchst beide, du brauchst ein Lager auf 8, ein Lager auf 9. Kriegst du erst auf Rathaus 6, alles vorbereitet. Ich habe in der Nacht ein Elixierlager geupgradet, damit ich genug Speicher habe, um die Zauberfabrik zu bauen. Ich habe alles komplett durchberechnet. Ja, das ist krass. Nee, soweit bin ich nicht. Ich chill gar nicht in der App zum Farm. Ich chill die ganze Zeit im Wiki und stelle irgendwelche Berechnungen an. Was sagst du zum HSV, dass sie 3-0 verloren haben im Derby? In der 10 Minute rot ist bitter. Das ist halt dumm, Alter. St. Pauli letzte Saison fast aufgestiegen. Mein Traumszenario wäre St. Pauli und HSV in der ersten Liga. Das wünsche ich mir so sehr. Jetzt ja, ist klar. HSV Erster und St. Pauli war letzte Season fast aufgestiegen. Die waren gerade 14. oder so eine Scheiße. Oder 10. Die haben es voll verkackt. Letztes Jahr fast aufgestiegen. Jetzt zum Start irgendwie 12. Völlig dumm. Pauli ist 15. So, jetzt ist HSV Erster und Pauli 15. Und jetzt verliert HSV 3-0 gegen St. Pauli, Mann. Da ficken sich die Hamburger doch wieder gegenseitig weg. Wie ist das hier, die Leute, die St. Pauli-Fan sind, wenn ihr die Wahl hättet? St. Pauli ist nicht in der ersten Liga, aber dafür HSV. Würdet ihr euch das freuen oder ärgern? Genau andersrum mit HSV-Fans. Wenn HSV nicht in der ersten Liga sein kann, würdet ihr es trotzdem gut finden, wenn ein anderes Hamburger Team in der ersten Liga wäre? Jo, wie viel Truppen ich hab. Ich finde halt nie gescheite Base, die ich angreifen kann, die gescheiten Loot geben. Ja. Wo ist denn die Flugabwehr? Da sind 2 Flugabwehren. Wenn ich die ausschalte, dann haben wir es eigentlich. Hunderttausend von beiden? Oh mein Gott, man wird mit Ressourcen zugeschissen. Das ist ja der Wahnsinn. Ey Leute, es ist brutal. Ich dachte, ich kann jetzt den ganzen Abend farmen. Wir waren in unter einer Stunde, hatten wir alle Mauern fertig. Wir machen jetzt noch die letzten 2. Alleine gerade dieser Sternebonus wieder. Völlig krank. Mal wieder Shop, Hauerfabrik. Zack. Ich komme gerade nicht klar, dass ich 600.000 von beiden als Sternebonus kriege. Und wir haben noch nicht mal den Season Pass. Und dass du auch alle Mauern von Elixier machen kannst, das ist ja so ein gewaltiger Unterschied. Es hat sich wirklich so viel geändert. Sehr, sehr, sehr geile Sache, dass wir nochmal ein Free-to-Play-Projekt gestartet haben. Es ist wirklich alles. Macht gerne mit, macht euch einen Account, kostet nichts. Denkt an den Creator-Code Trimax, abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann Rathaus 6 sind. Da wollen wir dann mit Bartsch auf 1250 Trophäen pushen. Da kriegen wir 450 Gems und habe ich den vierten Arbeiter. Dann wird alles nochmal deutlich schneller. Ey, es ist ein geiles Projekt. Es macht Bock. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.